Ihr braucht dazu nicht viel, was auch immer ihr für ein Elektroauto habt. Das Ganze ist also so eine, sagen wir mal, halbautomatische Geschichte. Unterwegs mit dem Citroën C0 und wie ihr sehen könnt, da passt ordentlich was rein. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, aber da passt ordentlich was rein, ist eigentlich schon das richtige Stichwort. Ich wollte euch nämlich mal vorstellen, eine Variante, wie man ja ohne viel Aufwand, eigentlich mit fast gar keinem Aufwand, sein Elektroauto mit selbst erzeugtem Solarstrom laden kann und das Ganze ein bisschen automatisiert. Das Thema geht im Moment, sagen wir mal, viral, wie man so schön sagt. Die Wallbox-Förderung läuft ja wie geschmiert. Pro Tag werden etwa 2.500 Anträge auf private Wallboxen gestellt. Das ist ein Wahnsinn. Und ihr habt es ja sicherlich gelesen, dass der Fördertopf nochmal um 100 Millionen erhöht wurde. Das heißt, das ist schon faszinierend, wie viele Menschen jetzt dabei sind, sich Lademöglichkeiten zu schaffen. Es sind ja deutlich mehr, als Elektroautos auf den Straßen sind. Und da sind viele dabei, die sich jetzt schon eine Wallbox besorgen für das bereits bestellte Elektroauto oder für das E-Auto, was kommt, oder Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hatten wir ja in diesem Jahr beziehungsweise zum Anfang des Jahres auch eine Novelle des Energieeinspeises, erneuerbare Energiengesetzes, das EEG, das die, ja, im Bereich der Photovoltaik durchaus doch den ein oder anderen positiven Effekt gebracht hat. So können jetzt eben auch zum Beispiel deutlich größere PV-Anlagen gebaut werden bis 30 kW Peak, ohne dass man diese Sonnensteuer bezahlen muss. Und wir bekommen auch regelmäßig Zuschriften, Anfragen zu dem Thema, hey, wie kann ich denn jetzt am einfachsten eigentlich Strom, den ich selbst erzeuge, ins Auto bringen? Und da gibt es eine Menge technische, komplexe Möglichkeiten. Da gibt es auch spezielle Wallboxen, die ganz speziell darauf vorbereitet sind, das zu machen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Zappi Wallbox, die wir auch bei uns schon mal vorgestellt haben. Wir verlinken einfach mal hier an der Stelle das Video dazu. Aber wenn ihr sagt, ich habe schon eine Wallbox oder ich habe mir jetzt halt eine Wallbox bestellt und habe vielleicht im Nachgang festgestellt, die kann vielleicht gar nicht mit meiner PV-Anlage kommunizieren, da gibt es vielleicht gar nicht das passende Kommunikationsprotokoll oder es passt irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen nicht zusammen und ihr jetzt schon dabei seid, eure Wallbox wieder einzupacken und zurückzuschicken, wartet mal noch einen Augenblick. Ich habe eine Idee für euch, die ist jetzt nicht besonders weltbewegen oder besonders kompliziert oder mega clever, sondern es ist einfach nur eine Möglichkeit, die ich euch jetzt mal gerne vorstellen möchte. Okay, ihr braucht dazu nicht viel. Ihr habt eure PV-Anlage, ihr habt es vielleicht bisher so gemacht, dass ihr euer Auto angesteckt habt zum Laden oder über die App die Ladung, also die App von der Wallbox oder auch die App vom Auto, die Ladung gestartet habt, wenn eben ja von der Solaranlage Strom kam. Also Beispiel, was weiß ich, ihr seid am Samstag zu Hause und die Sonne scheint, euer Auto steht vor der Tür und ihr geht dann raus und steckt den Stecker ins Auto beziehungsweise aktiviert die Ladung einfach über die App von der Wallbox vom Auto und dann geht Strom von der Solaranlage in euer Auto. So, das ist natürlich die allereinfachste Variante, wenn man das sozusagen per Hand macht. Und viele von euch, die machen das auch und ist ja auch nichts weiter dran. Alles gut, kann man so machen. Und ja, eine oder die andere wünscht sich jetzt, das Ganze vielleicht ein bisschen zu vereinfachen. Und dazu jetzt folgender Tipp. Also, ich mache das folgendermaßen. Ich habe auch eine PV-Anlage, die ist nach Südwesten ausgerichtet. Und ich weiß ungefähr, wann die im Laufe des Tages am meisten Strom bringt. Das ist bei meiner Anlage so, dass sie den meisten Strom bringt zwischen 13 und 16 Uhr. Ich habe die Anlage schon viele, viele Jahre und konnte das einfach über die Jahre hinweg entsprechend beobachten. Das heißt, am besten ist es, wenn ich mein Auto also in etwa in dieser Zeit zum Laden ranstecke.
Jetzt haben wir natürlich nicht jeden Tag Sonne, sondern wir haben in Deutschland eben auch mal eine Menge Tage, wo wir bedeckten Himmel haben. Aber im Durchschnitt sind das bei mir die Stunden zwischen 13 und 16 Uhr, an dem am meisten Energie von der Solaranlage kommt. Fast egal, ob es ein sonniger Tag oder ein bewölkter Tag ist. Wichtig zu verstehen ist auch, dass eine PV-Anlage, das wissen alle, die eine Anlage betreiben und die, die es noch nicht tun, für die ist es vielleicht interessant, eine PV-Anlage natürlich nicht immer gleich viel Strom liefert. Klar, morgens, wenn es hell wird, kommt noch wenig Strom. Abends, wenn es dunkel wird, wird es auch weniger. Dazwischen ist es mehr. Das ist meistens so eine Glockenkurve, die gegen Mittag dann irgendwann ihren Höhepunkt erreicht. Und dabei ist es auch nicht egal, aber es ist auch so, ob ihr jetzt eine Anlage habt, die nach Süden ausgerichtet ist oder eine Anlage habt, die nach Westen und Osten ausgerichtet ist. Auch da hat man immer so einen glockenförmigen Verlauf. Der ist halt bei einer Südanlage deutlich steiler als bei einer West-Ost-Anlage. Da ist es ein bisschen ausgeglichener, aber trotzdem, es kommt eigentlich immer ungefähr darauf hinaus. Das heißt, ihr wisst ungefähr, wann eure Solaranlage am meisten Strom erzeugt. Und man kann auch, wenn man sich mal die Betriebsdaten seiner PV-Anlage anschaut. Ich habe das bei mir auch mal gemacht. Das heißt, ich bin mal zum Wechselrichter gegangen. Das ist noch ein alter Wechselrichter aus dem Jahr 2007. Und da kann ich am Wechselrichter die Betriebsstunden ablesen und auch die bisher erzeugte Energie ablesen. Und wenn ich diese beiden Werte durcheinander teile, dann bekomme ich raus, dass pro Betriebsstunde im Durchschnitt etwa 25% der installierten Leistung an Strom tatsächlich erzeugt werden. Also meine Anlage ist eine kleinere Anlage und wie gesagt, alle Betriebsstunden bzw. die erzeugte Energie geteilt durch die Betriebsstunden ergibt eben, wie viel Energie durchschnittlich pro Betriebsstunde da kommt. Und das sind so zwischen 20% und 25%. Das mag euch jetzt erstmal erschrecken, aber ich meine, heute zum Beispiel ist halt ein bedeckter Tag, da wird die Anlage ihre Spitzenleistung nicht erreichen und von daher ergibt sich halt immer so ein Durchschnittswert und das ist eigentlich bei allen PV-Anlagen so, die ich kenne, dass die immer so etwa pro Stunde im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt 20% bis 25% ihrer Leistung erreichen. Wenn ihr zum Beispiel eine PV-Anlage habt mit einer, sagen wir mal, die ist 3 kW, Spitzenleistung von 3 kW, dann wird diese Anlage, wenn ihr die ein paar Jahre laufen lasst und ihr prüft das dann bei euch und rechnet das bei euch mal durch, dann kommt ihr darauf, dass die pro Stunde so, naja, so um die 700-800 Watt ungefähr an Leistung im Durchschnitt bringt. Gut, das mag jetzt vielleicht nicht ausreichen, um eure Zoe mit 22 kW zu laden oder euren ID3 mit 11 kW oder was auch immer ihr für ein Elektroauto habt. Aber man kann ja beim Elektroauto oder bei den meisten Elektroautos oder bei den Wallboxen die Ladeleistung anpassen. Das kann man zum Beispiel beim Go E-Charger, den ich zum Beispiel habe, kann man das in der App machen. Da kann man das runterregeln und bei vielen, vielen anderen Wallboxen geht das auch. Beim Easy-Laderoboter und bei der E.ON E-Box Smart kann man das machen und bei den allermeisten Ladestationen kann man das machen. Sehr bequem per App. Und viele Elektroautos, die laden eben zum Beispiel auch schon mit 6 Ampere, das heißt also 6 Ampere mal 230 Volt, also mit ungefähr 1,24 ungefähr kW Ladeleistung. Das ist jetzt wenig, aber jetzt kommt die PV-Anlage dazu. Wenn ich jetzt im Durchschnitt meine ungefähr 800-900 Watt von der Solaranlage kriege, dann sehe ich, dass ich einen erheblichen Anteil des benötigten Stroms dann über meine PV-Anlage nehme. Naja, es würde ja keinen Sinn machen, wenn ich zum Beispiel im Durchschnitt eben 700-900 Watt von der PV-Anlage kriege und ich lade mein ID3 zum Beispiel eben mit 11 kW oder hier zum Beispiel den Citroën C0 mit voller Pulle, dann würde ja die Differenz, also die Leistung, die eben nicht von der PV-Anlage kommt, die würde dann automatisch aus dem Netz kommen und das müsste ich bezahlen. So, und wenn ich es eben zeitlich so einrichten kann, klappert und knatscht hier ein bisschen, das tut mir leid, wenn ich es eben so zeitlich einrichten kann, dass ich eben nicht unbedingt mit voller Leistung laden muss, dann kann ich ja auch so eine Langsamladung machen und kann dann eben viel Strom von der PV-Anlage gleich ins Auto bringen. Das ist dann auch nicht jeden Tag gleich viel, je nachdem wie das Wetter eben ist. An manchen Tagen kommt eben mehr Strom von der PV-Anlage. Da kann ich dann zum Beispiel an der App die Ladeleistung auch erhöhen, vielleicht auf 8 oder auf 10 Ampere. Oder wenn ich zum Beispiel eine sehr
bisschen größere Anlage habe mit vielleicht 7 oder 8 kW Peak, dann kann ich auch einen größeren Wert einstellen. Oder an so Tagen, wo es eben ganz schlecht ist, kann ich ja vielleicht sogar über die App die Ladung dann einfach mal sein lassen. Aber wenn ihr sagt, ich will das ganz easy haben, dann könntet ihr ja also Folgendes tun. Ihr nehmt die App eurer Wallbox und programmiert dort, wenn das möglich ist, ein Zeitprogramm ein. Zum Beispiel nehmen wir an, eure PV-Anlage hat eine Leistung von 3 kW Spitzenleistung, ist nach Süden ausgerichtet. Dann wisst ihr, die höchste Leistung kommt immer jeden Tag im Durchschnitt zwischen 10 und 14 Uhr. Dann stellt ihr ein Zeitprogramm in eurer Wallbox ein. Die soll also immer freigeschaltet werden, Strom abgeben zwischen 10 und 14 Uhr. Hängt euer Auto ran, wenn ihr zu Hause seid, wenn es halt geht. Wird nicht jeden Tag funktionieren, aber an den Tagen, wo es geht, hängt ihr euer Auto eben einfach ran. Und um 10 Uhr macht es klick, klack und die Ladung beginnt. So, und wenn ihr das jetzt eine ganze Weile macht, über mehrere Wochen und Monate, dann werdet ihr also im Durchschnitt einen ziemlich hohen Anteil des benötigten Stroms fürs Auto über die Solaranlage decken können. Und das ganz automatisch, ohne dass ihr irgendwie da jetzt extra großartig Geschichten machen müsst. Ihr braucht keine spezielle Wallbox dafür, ihr braucht keine Steuereinheit, nichts weiter. Ganz einfach. Wie gesagt, an manchen Tagen wird es super gut funktionieren und an anderen wird es eben nicht so klasse sein. Da hat man eben bedeckten Himmel, da kommt nicht viel Strom von der Solaranlage. Aber selbst wenn dann nur 100 oder 200 Watt von der PV-Anlage kommen und man mit 1,2 kW lädt, dann sind das immerhin schon über 10%, die man automatisch über die Solaranlage dann bekommt. Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen zu optimieren oder zu verbessern, ihr habt vielleicht unser Video gesehen hier zum PowerFox, zu diesem kleinen Gerät, mit dem man eben die Leistung messen kann an seinem Stromzähler. Da kann man ja dann mal reingucken und wenn man eben dann feststellt, oh, ich habe heute doch einen höheren Ertrag, ich habe eine ganze Menge Strom, den ich einspeise jetzt gerade ins Netz, dann könnte man dann wiederum über die App der Ladestation auch dort den Ladestrom erhöhen, zum Beispiel eben von 6 auf 8 Ampere und könnte sich noch ein bisschen mehr von dem Solarstrom ins Auto dann entsprechend einladen. Das Ganze ist also so eine, sagen wir mal, halbautomatische Geschichte. Ein bisschen mitdenken, aber auch zum großen Teil schon automatisiert. Ist sicherlich nicht die Lösung für die Freaks, die jetzt genau mit einer dynamischen Lastverteilung und einem dynamischen Lademanagement hier jede einzelne Wattstunde von der PV-Anlage, die dort im Überschuss erzeugt wird, ins Auto bekommen wollen. Dafür gibt es auch Lösungen. Aber für die, die so eine, sagen wir mal, Bread-and-Butter-Lösung suchen, also so eine Lösung, die ganz einfach ist, da ist der Weg eben einfach wirklich über diese Zeitschaltung und dann funktioniert die ganze Geschichte. Also ich fasse nochmal die Dinge zusammen. Erstens, ihr ermittelt mal, wann eure PV-Anlage den höchsten Stromertrag hat. Je nach Himmelsausrichtung wird das also irgendwo um die Mittagszeit herum sein. Dieses Zeitprofil programmiert ihr in eure Wallbox ein. Vielleicht könnt ihr sogar in eurer Wallbox in diesem Zeitprofil sogar mit einstellen, mit welcher Stromstärke dann geladen werden soll. Oder ihr könnt es einfach fest einstellen. Nehmt als Ladestrom etwa roundabout ein Drittel der Spitzenleistung eurer PV-Anlage. Mindestens wahrscheinlich müssen es aber 6 Ampere sein, weil die meisten Elektroautos unter 6 Ampere Ladestrom gar nicht erst anfangen. Egal, ob es ein- oder dreiphasig ist, das spielt keine Rolle. Die meisten wollen das nicht. Die Zoe, die wir damals hatten, die wollte zum Beispiel immer 7 Ampere haben. Bei 6 Ampere hat sie öfters mal die Ladung abgebrochen. Hier der Citroën lädt problemlos mit 6 Ampere. Den könnte ich sogar noch mit 4 Ampere laden. Das geht bei dem auch, aber mein E-Charger kann eben nicht weniger als 6 Ampere. Also ihr stellt diese Ladeleistung dann ein. Wenn ihr eine größere PV-Anlage habt, zum Beispiel eine PV-Anlage mit 7 oder mit 8 kW, dann könntet ihr als Mindestladeleistung da sogar schon 10, vielleicht 10 Ampere einstellen. Ja, also ungefähr so roundabout ein Drittel. Wie gesagt, Zeitprogramm in der Wallbox, Ladestrom auf etwa ein Drittel und immer wenn euer Auto zu Hause ist, einfach anschließen und dann wird entsprechend Zeitprogramm das Auto geladen und dann nicht ärgern, wenn es an dem einen oder anderen Tag eben dann mal doch irgendwie nicht so gut gepasst hat, weil die Sonne dann schon wieder weg war oder die Sonne erst am Nachmittag rauskommt. Im Durchschnitt wird sich das ausmitteln und ihr werdet könnt dann damit, so ist zumindest meine Beobachtung, mindestens 50-60% des Ladestroms über die PV-Anlage abdecken. Und das, wie gesagt, ohne irgendwelche besonderen Hilfsmittel. So, das jetzt mal als kleiner Tipp für euch, als kleine halbautomatische Variante, wie man das lösen kann. Ich wäre mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Das ist, wie gesagt, eine einfache, ganz primitive Variante, die aber in der Praxis
aus meiner Sicht sehr gut funktioniert und aus meiner Erfahrung her sehr gut funktioniert. Wenn ihr da noch bessere Ideen habt, schreibt es doch einfach mal hier unten in die Kommentare zu diesem Video. Also gesucht sind einfache Lösungen, um das einfach zu realisieren. Dass es komplexe Lösungen gibt, das ist gar keine Frage. Wir suchen aber mal die einfachen Lösungen. Da würde ich mich mal persönlich sehr, sehr freuen, wenn ihr das dort mal reinschreiben würdet. Oder ihr schickt uns auch mal einen kleinen Videobeitrag oder ein paar Fotos dazu, wenn ihr das wollt, dass wir das mal in eine Sendung oder in einen Videobeitrag aufnehmen. Und ansonsten soll es das auch schon gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das ist immer so ein kleiner Applaus für uns und alles andere kennt ihr schon. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Julian sagt Tschüss. Ciao, ciao.